Hallo und herzlich willkommen zu Bioshock, ein Nebenprojekt, das ich starten werde, weil, sagen wir mal, es gibt nicht wirklich viele Spiele, die jetzt rauskommen, die ich jetzt gerne so sagen würde, wow, damit will ich jetzt unbedingt anfangen zu spielen und voll Freude bereiten, da dachte ich mir, dann hole ich mir jetzt die DLCs und spiele sie dann mit euch. Besser gesagt, ich habe sie schon länger, aber ich, habe mich noch nicht, also besser gesagt, ich habe schon ein bisschen reingeschaut. Irgendwie funktionieren meine DLCs recht, sagen wir, perfekt, nicht gut. Ich hoffe, sie funktionieren jetzt ein bisschen besser. Nicht im Hauptspiel natürlich. Ja, mal gucken. Ich habe schon Speicherstand, weil ich habe die letzten Folgen aufgenommen und da kam kein Sound. Und dann dachte ich mir so, na toll. Da musst du natürlich alles nochmal von vorne spielen. Toll. naja. Dafür sind leider die Witze jetzt weg. Und naja. Ich werde wahrscheinlich dann die Folgen dann vielleicht besser machen. Also, neues Spiel. So, damit wird der letzte automatische Speicherpunkt überschrieben. Möchtest du wirklich fortfahren? Ja, leider. Ich war so weit. Ich habe normal gespielt und ich kam so weit. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich, naja, ich will nichts spoilern. Ich wollte gerade sagen, eigentlich kam ich zu Dumbledores Höhle. Ah, nein. Ich sag nix. Also, wir fangen an. Ich hoffe, ich bin nicht so laut. Beim letzten Spiel war ich ein bisschen übersteuert. Keine Ahnung warum. Bereits in dem Augenblick, als sie in dem... Hallo? Ich bin nicht so schnell. Ich muss es dramatisch vorlesen. Drücke M, um dir die Richtung deines aktuellen Ziels anzeigen zu lassen. Okay, gut. Ich habe Bioshock seit einem Jahr nicht mehr gespielt, weil irgendwie keine Ahnung, wieso. Und ja, ich bin, naja, sagen wir hier ein Noob. Also ich bin nicht so gut im Schießen, werdet ihr noch merken. Okay, sprinten. Aber das ist alles umgestellt. Also guckt nicht darauf. Ziel geduckt zu gehen. Ich glaube, das ist Shift bei mir. Weil meine Steuerung war, also besser, meine Tastatur ist ein bisschen kaputt und ich habe meine Leertaste irgendwie zerschrottet und ja. Zum Beispiel jetzt die Leertaste ist jetzt E. Weil, und ich muss mich jetzt auch umdenken, weil ich jetzt nur eine Tastatur habe. Gott sei Dank, okay. Das hört sich ja nicht gut an, der Husten. Okay, sie will Feuer. So. Oh ja, okay, bringe Erfahrung, was Elizabeth über Sally weiß.
Ich war schon recht weit. Ich habe auch gesagt, dass wir in Rapture sind und dass wir immer wenn wir gestorben sind, ich komme nicht über den Tisch, ums Bett meine ich. Trinken? Nein, können wir nicht. Immer wenn wir gestorben sind, haben wir diese Tür gesehen hinten. Und ich hoffe, bei der, also wie letzter gesagt, bei der letzten Aufnahme ist Elizabeth die ganze Zeit weg gewesen. Hauptsache, in der Tasche ist nichts. Oh, ein kleiner Heizungsofen, bla, Gedöns. Ich hoffe, sie ist nicht jetzt nur eine Zigarette, weil ich hatte das auch, dass sie einfach eine Zigarette war. War auch sehr toll. Wieso hat er Pfannen und Dingens, wenn er ja keine Küche hier hat? Also das, nein, das ist ein Tisch. Hä? Will er mich verarschen? Warum braucht er das? Achso, das ist noch eine Tür. Das ist ja doch das Zimmer von Elizabeth. Also besser gesagt, das Kinderzimmer. Ach, keine Ahnung. Gehen wir raus. Lebensanzeige! Bitte sei da, bitte sei da, bitte sei da! Wo ist sie? Ich habe jetzt schon Angst. Oh nein! Ach, scheiß drauf, ich lasse das jetzt. Da ist sie! Ich lasse das jetzt so, ich habe keinen Bock. Schon wieder! Es zu ändern. Nur weil sie eine Zigarette sein will. Dann ist sie halt eine Zigarette jetzt. Ist mir egal. Hat sie eben keinen Körper. Hat halt Booker halt eine Zigarette geheiratet. Da ist sie. Was? Willst du mich? Willst du aufs Maul? Nur weil du eine Lady hast und ich eine Zigarette? Als Frau? Ich glaube, er will aufs Maul. Will das Baby auch sehen? Nein, doch nicht. Halt doch mal die Klappe. Ja, nee. Ja? Ich will deine Lady. Was? Das ergibt gar keinen Sinn. Alter. Pass mal auf mit mir, wie du hier redest. Eigentlich solltest du ja die Schuhe putzen. Sorry, nein. Hey, aber, ja, okay, wir sind nicht in... Der war böse. Wieso bin ich heute so gemeint? Aber hallo, er hat angefangen. Sorry. Ist ein Autogramm? Nee, da rede ich nicht mit uns. Kann ich mich bo... Ja. Was hast du? Ist alles okay. Sie ist weg. Na, ja, bei ihnen ist alles falsch. Ah, nee. Hört, hört! Ich komme über den Spruch gerade nicht weg. Eigentlich sollst du die Folie putzen. Oh, das ist so gemein. Da ist sie doch. Oh, endlich, ey, blöde Kuh. Nix gegen dich. Du warst nur weg. Oh, Wein trinken. Ich habe Eve gewonnen, obwohl ich noch gar kein Eve habe. Ist das nicht cool? Bis auf lang geht's nicht, ja. So, dann gehen wir mal in die Bar. Trinken. Ah, schaut mal, die verlorene Mädchen. Ey, why not four? Nein, wir rauchen nicht. Da ist auch noch ein verlorenes Mädchen. Also, irgendjemand verschleppt hier Mädchen. Na gut, dass ich nicht aufgehört habe zu spielen. Ja, ihr steht einfach mal so im Weg, ey. Ich hätte das einfach mal zu tun. Leider sind so viele Dings verschwunden. Also besser,
Ich habe den Namen vergessen von Insel, das ist voll peinlich. Deswegen habe ich auch nicht weiter geredet mit dem Typen, der auf dem Stuhl saß, dem Farbigen. Weil, auf, ich glaube, Columbia, glaube ich, waren die ja alle Sklaven und die haben ja das N-Wort benutzt. Das ich werde ich natürlich nicht sagen. Eigentlich darf ich's, weil ich ja selbst farbig bin. Aber nein, das tun wir nicht. Diesen Let's Play wird Toleranz bewahrt. Okay. Da sind die Mädchen. Aber auch wie groß ich die sind. Oh, lass mich hier mal durch. Könntest du mich ja durchlassen jetzt? Danke. Fettes Weib. Bla bla bla. Ihr labert hier viel zu viel. Ich meine, es ist ja cool, dass ihr alle redet, aber ich komme gar nicht dazu zu reden. Also wir sind jetzt in Rapture vor diesem Geschehen, wo alles in die Brüche ging. Wir schauen mal, warum. Ich habe schon eine Vermutung, warum es in die Brüche ging, aber das ist natürlich wieder nur Vermutung. Oh, das ist ein Daddy. Gute Frage. Sind das nicht nur Maschinen? Die Big Daddies? Was hat der? Was in der Hand hat der denn? What the fuck? Der Big Daddy macht voll Probleme. Alter. Everyone wants to cut the tallest flower up there. Do something exceptional. Those parasites resent it, condemn it, or worse yet, take credit for themselves. Nice finally consorting with the equal agent today. Getting recognized properly, being part of something bigger. Ja, also besser gesagt, ich kann ehrlich gesagt das zu sagen, ich bin auch ein bisschen angeschlagen von, eigentlich wollte ich Dragon Nest aufnehmen, leider ging es nicht, weil ich mein seines Passwort vergessen habe und ich darauf auch berufen habe, da ist ein schwules Pärchen. Ich stelle mich jetzt einfach mal dazu. Hi. Ey, ich will mit anfassen. Mit anfassen! Nein? Ja, okay. Wo ist sie? Achso, da. Ah, ihr redet mir so viel. Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich Dragon Nest aufnehmen, aber es ging nicht. Und jetzt spiele ich Bioshock und ich hoffe, die ganze Aufnahme ist drin, weil ich keinen Bock habe, diese ganze Situation nochmal zu reden. Das nervt einfach. Ja? Okay, dann lass uns rausgehen, bevor wir Ärger bekommen. Funny. What? You're not knowing about the little sisters. How long have you been in Rapture? Let's just say I don't get out much. You've got eyes and ears, don't you? If I wanted to share my life story, Mr. DeWitt, I would write my memoirs. If I learned anything about Rapture, that it was a place where people understood to mind their own business. Where are we headed? The man we need to see is in the Garden of the Muses. How do you know? My sources are my own, Mr. DeWitt. If you have better information as to the whereabouts of your girl, I suggest you avail yourself of it. Okay. Gehen wir rein. Ich muss den Knopf drücken. Das habe ich nicht vergessen. So. Und wir fahren los. Lädt. Wow. Where are you taking me? When's the last time you saw Sally? What?
She was taken from you, wasn't she? How do you know this? She was taken down at Surprise. We were playing the tables. She disappeared. And? A cop friend of mine, Sullivan, says they found her floating in the docks. You see the body? Look. Did you see the body? This world values children. Wieso hängt das ständig? Bei der Stelle ist es auch letztens hängen geblieben. Ich hoffe. Ah, ich. Dieses DLC! Es regt mich so auf. Wieso tut es das mit mir? Ich hoffe, euer Tag war besser. Nicht wie dieses DLC gerade läuft. Das läuft gerade scheiße. Ich freue mich schon auf South Park. Oh, ich freue mich schon auf South Park, stimmt. Ich habe mir schon ein paar Trailers gesehen und ich dachte mir so, oh mein Gott, das ist so gut, das ist so awesome. Weil ich kenne es. Okay, sorry. So. Wo bist du? Komm her. Wir werden jetzt so weit spielen, bis ich dann irgendwann sage, das kenne ich noch gar nicht. Natürlich halte ich auch öfters mal an. Alter, der ist voll fertig. Ah, ihr redet alles so durcheinander, das ergibt gar keinen Sinn hier. Das sind Münzen. Get out. Alles mitnehmen. Alter. I suppose I shouldn't have drank so much when I was pregnant. Clearly. I'm not changing it now. Bitte was? Ich hätte nicht so viel trinken, als ich schwanger war. Diese sind alle so gemein zu sich. Seid mal ein bisschen netter, ey. Hier ist nix. Achso. Ich wollte schon sagen, seit wann steht der denn da? Da ist... Guten Tag. Da ist der Deutsche! Guten Tag! Das. Sexual intimacy is no different than any other commodity, friend. You sell soybeans, I sell companionship. Ugh, it's disgusting. That's the Bible talking, pal. That's your mother talking. What does Ryan say? Oh God, that's an Arsch. Ah, hier können wir auch rein. Hier wird sogar Musik gespielt. Wollen wir tanzen? Oh, sie dreht sich schon wieder um, ey. Blöde Kuh, ey. Ist okay! Muss mich nicht so hören! Perfekt gespielt. Mozart die Erste. Covered by Boca de Witt. Was müssen wir eigentlich tun jetzt? Dich mit Kontakt. Sollten wir mal machen. Aber es gibt schon wieder so viel zu tun hier. Ich könnte auch mal rennen. Ich weiß nur nicht, wie ich renne. Achso. Genau so. Oh, wie es hakt. Okay, wo geht der Pfeil hin? Ah, ich weiß wohin. Genau hier hin. Ich dachte, ja. Mr. DeWitt. I'll find my source inside of that club. Cold. Does that lunatic have to do with Sally? Ich würde sagen, zum Club gehst du hier, ne?
entry without invitation. We'll see about that. Okay, anklopfen. Privatparty. SM-Spiele unter 18 erlaubt. Which business do you represent, sir? Business? Yes, which business? DeWitt Investigations. Mr. Cohen does not truck with private detectives. Masks of invitation went to artists and craftsmen. I'm with the artist struggle. We're expected. No mask, no entry. Stuff shirt. These invitation masks he spoke of, they must have gone out to local artisans. Well, I guess we'll have to persuade someone. Okay. The business of Rapture is business. It says it's sponsored by the artist struggle, Golden Rule, and Rapture Records. Those stores will be as good a place to start as any. Was machen die hier? Yoga? Drei der ansässigen Lehnen scheinen eine Einladung zum Cohens Club erhalten zu haben. Du kannst im